Willkommen zurück zur Folge 201 zum Minecraft Together mit Sipstelp. Hallo. Ja, und immer noch dem Werwolf. Und der Jeep. Ich muss kurz zu meinem Dorf, weil ich habe noch voll viel in der Kiste und so. Meinst du? Schon rausgenommen, ne? Du hattest Kisten? Warte, ich brauche es aber auf jeden Fall mal, da wir jetzt keinen, da Heiko leider verhindert war. Brauchen wir jetzt selber unser Zeug hier. Warte, ich brauche Korn. Hast du schon Korn, Weizen? Aber weißt du was? Was ist das denn hier für ein Loch, Alter? Ich bin jetzt Level 30. Warum das denn? Tja, ich war letztes Mal schon Level 28 oder so. Achso, ja, stimmt. Ich habe wieder eine Scheiße verzaubert, ne? Dann habe ich ja die ganzen Cleanstones gebacken. Gebacken, genau. Wo ist denn das Zeug? Was für Zeug? Ach ja, Weizen. Ich hab Weizen. Ja, bring mir auch mal was mit. Ja, jeder eins reicht, ne? Ja, sollte. Ganz toll so. Ja, reicht doch. Und dann klickst du aus Versehen so ma. Aber jeder von uns. Jeder geht zu einem Tier so klick. Ma. Ach scheiße, ich muss mir jetzt erstmal noch eine schnelle Spitzhacke machen und die verzaubern, bevor der Pitter mich umbringt. Umbringen? Wo bist denn du gerade? In deinem Haus. In meinem Haus? Ne, eigentlich nicht. Also. Ach, hier ist er ja, der Chadios. Hallo. Ey, das ist meine Plantage. Geh weg. Lass die doch ernten. Können die das? Ich brauch gleich unbedingt was zu essen. Was denn? Irgendwas. Sagte David, soll nach Meckes gehen und mir auch was bringen. Soll ich von Peter sagen, du sollst nach Meckes fahren und ihm auch was vorbeibringen? Was, so eine Macke? Nee, du? Der hört dich nicht. Ah ja, stimmt. Oh Mann, oh. Was mache ich denn? Ah ja, genau. Ich kann dich auch auf laut machen, dann hörst du dich nur immer selber, aber das ist blöd. Ja, stimmt, das ist blöd. Wieso gibt es noch keine PCs mit zwei Kopfhöreranschlüssen? Gibt es doch. Ja, die aber gleichzeitig funktionieren. Meine geht halt nicht. Meine hat sieben, nein. Sieben? Meine hat sieben Anschlüsse. Weil ich 3,5 Soundkarten drin habe. Gibst du, das ist bestimmt immer noch die Welt mit dem TNT drin. Hast nur den Mechanismus nicht eingebaut. Genau. So irgendwann mittendrin wieder so bam, 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 ah, nicht schon wieder, Pilla. Und dann, oh, das habe ich nicht gesichert. Verkackt. Und wir sollten mal die Hühner hier töten zwischendurch. Nein, die sollten wir alle lassen. Genau, dass die Welt übersät ist von Hühnern. Wäre doch geil. Wäre doch geil. Wir brauchen mehr Hühner da oben, das ruckelt gar nicht mehr. Wieso ist hier eine Druckplatte in der Mitte des Eingangs? Guck mal, jetzt wieder schon nervös. Warum ist hier eine Druckplatte? Ja, das weiß ich nicht, Ted. Achso, wegen dem Eingang. wegen der Tür, ne? Auch, ja, das habe ich mir vorhin aber auch gedacht, wo du dann da drin standest und sagst, ey Ted, komm mal her. Ja, da standst du schon davor. Das ist aber voll gedacht, scheiße, oh, weil da muss man rennen und ich kann gar nicht rennen. Ach, weil er Hunger hat, dann kommt er nicht mehr raus. Ja, ich hab auch nichts zu essen mit. Oh. Du bist so fertig, dass du es nicht schaffst, rauszukommen, bevor die Tür sich wieder schließt. Boah, wenn das Edson immer so... Ja, oh. Machst sie so auf und schaffst nicht raus, bevor die wieder von alleine zufällt. Immer so voll genervt. Voll der Fertige. So, mal gucken, was ich Geiles krieg. Ah, ey. Ich hoffe, richtigen Crap. Ach, Haltbarkeit 3, Effizienz 4. Ist okay. Bei also deinem Gesicht muss halt Crap werden. Was jetzt bald kommt, ne, ist richtig gut. Du kannst halt ein Buch verzaubern. Da ist dann eine Verzauberung drauf, zum Beispiel Effizienz 4 oder was. Und dann kannst du das Buch immer wieder dafür benutzen, die Verzauberung auf den Sachen drauf zu machen. Kostet dann Level oder? Ja, das kostet dann auch nochmal Level, glaube ich. Ah, sehr gut. Aber das ist halt ein bisschen blöd, weil wenn du halt mehrere Verzauberungen auf einer Sache haben willst, musst du, glaube ich, halt erst die Verzauberung auf das Buch bringen, die Verzauberung dann auf die Spitzhacke zum Beispiel, dann musst du halt 3, 4 Spitzhacken verzaubern und die alle immer wieder miteinander kombinieren. Das kostet alles immer wieder Level. Aha. Dauert dann zwar ein bisschen länger, aber dann hast du das auf jeden Fall. Ja gut, ich meine, aber im Moment kriegst du die Level ja sehr schnell, ne? Finde ich. Ja. Nee, das ist scheiße. Peter heult schon wieder. Ich hasse also, alles. Ich bin jetzt gerade Richtung Norden, ne? Kühe nach, genau, die Kühe nach Suche. Die Kühe nach Suche! Hast du aber Kühe nach Suche sortiert und jetzt suchst du die? Ja.
Ich kuh gerade die Suche. Muss halt irgendwo sein. Achso, hat hier jemand einen Müllschlucker gebaut oder was? Kann das sein? Ja, der Heiko im Lager. Schon lange, ah, schon einen Monat. Okay, alles klar. Schon 3 Monate. Ja, hatte ich noch nicht gesehen. Mann, guck mal, wie blöd der ist. Alter. Ach, die nicht drauf. Zu Hause werfe ich hier Müll immer aus dem Fenster. Mach die Stadtreinigung schon. Ah ja, wir kommen ja gleich vorbei, ne? Wir kommen gleich vorbei. Ja, heute ist doch Silvesterparty. Heute, ja, stimmt. Ach ne, morgen, glaube ich. Also gleich in der nächsten Folge. Verkackt, oh. Das war schlecht, Peter. Ja, aber hätte fast gepasst. Was willst du, Ted? Ja, sollen wir jetzt nicht hier Kühe jagen? Ja klar, ich habe nur auf dich gewartet. Ja, ich bin doch die ganze Zeit fertig schon. Ach so. Dann gib mal Weizen her. Jetzt am Chaos. Aber so zusammen in eine Richtung laufen ist ein bisschen unproduktiv, finde ich. Na klar, wir müssen ja den Kuhweg ebnen. Eben. Vielleicht können wir können die Kühe auch deportieren, so wie die Dorfbewohner. Genau, bauen wir extra eine Bahn. Geht nicht Richtung Norden, da bin ich gerade. Hier, guck. Ah, ja. Ist da auch einer nur dort? Ah, ja, okay. Na klar, kommst du mit runter, Ted? Wo geht's denn hier? Ach, hier geht's runter. Hier, guck, wo ich bin hier. Ach, springen oder was? Ja klar, wir können ins Wasser springen, komm. Ja, du hast wieder deinen Federfall und ich bin tot, wenn ich da unten ankomme. Hör auf, ey. Ach Quatsch, du musst dein Haus noch zu Ende bauen. Okay, kann man auch nirgendwo runterspringen. Von mir kann man immer runterspringen. Wohin gehen wir jetzt? Sollen wir in der Wüste nach Kühen suchen? Halte ich für die beste Variante. Eigentlich schon. Aber nach Süden, wenn der Sebastian Richtung Norden ist. Oder nach Westen. Westen macht mich gerade voll an. Komm. Westen macht dich gerade voll an, okay? Sind wir nicht nach Westen gelaufen, als wir diesen Tempel gesucht haben? Irgendwas haben wir gemacht im Westen. Ich glaube, ja, das könnte gut sein. Wie, da waren keine Kühe. Wo sind denn die Kühe? Ey, ohne Scheiße, wir haben mal im Together, ne, das ist schon was her, da haben wir auch Kühe gesucht. Nirgendwo waren Kühe. Und dann haben wir irgendwann mal zu viert gezockt. Jeder ist in eine andere Richtung gegangen. Und ich glaube, der Rückweg mit den Kühen war dann ungefähr 20 Minuten lang. Boah. Bei mir war auch gerade im Singleplayer, da hatte ich dann eine Kuh, die letzte zum Paaren eigentlich. Und die ist dann gestolpert unter einer Treppe und war dann tot. Die Kuh ist gestolpert und war dann tot, auch geil. Ärgerlich. Ja, die ist echt, ich weiß nicht, 3-mal gehüpft auf der Treppe, tat ihr 3-mal weh und dann war sie halt down. Aber genau unten lag dann das Kotelett. Na, sauber. Weil ich meine Kuhfarm ja im Keller hatte, schlauerweise. Ah ja, mach mal einen Waypoint. Was, hast du so ein Schaf? What? Ja, ich glaube, als ich die Map kopiert hatte für das 200er. Skeletor, stirb! At home. At home. At homo, das ist ein Schwein. Frag mich ja immer noch, warum Schafe keine Nahrung geben. Ich hab eine Kuh, ich hab sogar 2. Hallo Mokos, komm mit. Ja, 2 Kühe, jawoll. Ja. Komm mit, Mokos. Wieso kommt das denn nicht? 2 Mumus, oder brauchst du was anderes zu essen? Mokos. Wieso kommt das denn nicht? Das ist eine Schweinekuh. Obwohl wir den... Wieso geht das nicht mit, das Schwein? Kommt mit. Mögen Schweine kein Korn mehr? Oder mögen die nur noch Karotten? Nein, Schweinchen muss jetzt, glaube ich, Karotten geben. Boah, Schwein muss mir jetzt Karotten geben. Bäm, tschüss Schwein, stirb. Bäm, tschüss Schwein, stirb. Ich wäre, wenn dann ein Schwein was auf Weizen steht. Dann stirb. Boah, das wird jetzt eine sehr, sehr gefährliche Eskortion hier. Eskortion? Ma, hast du auch ein Sandwich gegessen heute? Eine Eskortion. Eine Eskorte. Eine Kompus. Eskortierung, ne? Da braucht man schon Reflekte für so eine Eskortion. So was. Lass mich! Boah, das wird dunkel, ich hab Angst. Das merkt man gar nicht, dass der 17 LPS vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen ist, ne? Ne, eigentlich nicht. Komm nicht an durch die OP. Lass mich in Ruhe, ich bin Tschernobyl-Opfer, ja? Der ist nach Norden gegangen. Kommt Peter, wir überfallen seine Eskorte. Welchen Level hast du eigentlich? Ich? Ja. 30? Nee. Doch. Ja? Ja. Okay, dann benutze ich das Kommando nicht. Na. Ich bin schon wieder Level 32 jetzt. Nein. Ich hätte dich hier anzünden können mit einem Serverbefehl.
Ma. So, warum brenne ich auf einmal? Hä? Kann man eigentlich die Schweine in so einem Loch sammeln, damit die nicht abhauen? In dem Loch, ich glaube schon. Geh doch jetzt da rein, du Schwein. Drück du mal von der anderen Seite. Ich bleib hier stehen. So. Mein Gott. Weg die Sau. Hier oben ist noch eins. Dann schüttel ich da Lava rein, kurz. Die eine will nicht mehr. Lass die, weil wenn wir noch Schweine brauchen, dann brauchen wir nicht so weit laufen. Dafür brauchen wir aber Karotten. Ja, die finden wir schon irgendwann. Wo kriegt man die denn her? Von Zombies oder in neuen Dörfern? Toll, von Zombies oder in neuen Dörfern. Dann müssen wir jetzt ein neues Dorf mal eben suchen. Hexe! Wo? Nein, nirgendwo. Ich dachte nur, du freust dich. Ma. Das blöde Schwein. Ja, mach das Loch jetzt weg. Einfach größer. Hier, schmeiß das da rein jetzt. Guck mal. Guck mal, wie blöd ich das an... Guck mal, wie blöd das ist. Ja, das will immer in die Ecke. Du verkacktes Scheißvieh, ey. So. Und dein Kollege auch. So. Du hättest dich vielleicht mit deinem Arsch anlocken können. Ja. Weil die stehen doch auf Scheiße. Nein. Und so, was macht da so dein Anus? Ja, mein Anus hat sich ein bisschen regeneriert. Muss da aber noch mal einer dran? Ja, am Donnerstag. Oh. Ja. Freust dich schon? Ich freue mich total, also. Ich mag so Finger im Arsch und so. Hier sind auch Kühe, Peter. Guck mal, da hinten sind 3 Stück. Ne, 2. Ich kann auch nicht mal zählen. Doch, 3. 3? Ja. Ja. Komm direkt an. Das können wir, ne? Ja, komm mal hier hin, Peter. Lock die mal mit. In welche Richtung muss ich denn von hier aus? Du hast einen Pfeil im Kopf stecken. Echt? Ja, vielleicht soll ich den mal rausziehen. Von hinten. Ich bin Winnetou. Wie behindert. Aber jetzt ist er ja weg. Aber irgendwie... Alter. Ich weiß wir müssen nicht nach Süden, komm mit. Also auf mich hören die gerade nicht. So, ich sehe, wie du dich bewegst, aber nicht, wie die Kühe sich mehr bewegen. Geht das vielleicht nur, wenn einer so ein Ding in der Hand hat? Vielleicht mögen die nur ein Endprodukt von Weizen. Sollen wir die jetzt schieben, oder was? Boah. Ist ein bisschen weit, ne? Okay, nehmen wir lieber doch... Ah, guck mal, jetzt kommen sie doch. Ach ja. Kann ich so ein Fangnetz bauen? Ich lock mal hier oben die noch an. Da, komm, du scheiß weiße Kuh. Hast du eigentlich schon mal irgendwo eine Pilzkuh gesehen? Echt? Ne, in echt noch nicht. Ich auch nicht. Also hier, ne? Achso, meinst du Minecraft? Ja. Ne, auch noch nicht. Und in echt auch nicht. Jetzt geh doch da hoch, du Scheißkuh. Sieht nicht so elegant aus, was Peter da von hinten mit der Kuh anstellt. Ja. Ich, David ist nicht begeistert, wie du da von hinten an der Kuh rumfummelst. Ich kann dir mal nächstes Mal zeigen, wie komm, das geht. Guck mal hier, okay, hier kann man ja durch. Genau, die Richtung ist schon mal gut. Jetzt baue ich dahinter am besten noch ein paar Gruben und so, wo der Tett ein bisschen ackern muss. Kommt, wir wollen euch zum Ficken bringen. Brauchen Kuhnachwuchs. Ja, sauber. Ich lock die Kühe durch Kakteen durch. Nee. Ach, ist das Skelett? Ich hab gedacht, du schießt schon wieder auf mich. Nee. Ach, der hat mir auch den Pfeil gegeben, alles klar. Aber ich glaube, das leckt nur voll hart und das dauert so eine Sekunde, bis die Kühe mal auf dich aufmerksam werden. Ja, die rennen jetzt gerade in alle Richtungen. Ja, was soll ist das denn? Ah, jetzt guckt sie mich wieder an. Jetzt läuft sie mir wieder hinterher. Du hast ihn Angst gemacht mit dem Skelett. Meinst kannst du nicht das Skelett schlachten einfach? Ja, doch. An sich schon. Du darfst nicht durchgehend laufen. Du musst immer so Schritt, Pause, Schritt, Pause, Schritt, Pause, Mitte, ja, genauso schnell wie die. Ja, ich weiß, aber zwischendurch laufen die ja trotzdem weg. Ich stehe genau vor denen und die laufen weg. Peter, kannst du hier nicht mal eine Brücke drüber bauen? So ganz sinnvoll. Ja, klar, warte. Ich habe sogar Erde mit. Wie weit müssen wir denn noch? Ich kann das Haus von hier aus noch nicht sehen. Okay, ja, sehr toll. Aber wir brauchen ja Kühe. Und was meinst du halt gleich noch für ein Abenteuer wird, die im Hausflur nach oben zu kriegen? Nein, kein Creeper, Alter. Fick dich. Boah. Fick dich, Creeper. Fick dich. Ball. Fick dich. Komm, die eine Kuh ist tot. Nein, die lebt doch. Der ist doch da. Die kommt jetzt. Hier, da, guck mal. Nein, die ertrinkt. Die wollen jetzt wieder alle nicht hören. Das ist, wenn die eine bockig ist, dann kommen die anderen auch nicht. Ja, deswegen. Wenn du nur 2 hast, dann hast du nicht so eine große Chance. Also. Ja, Mama, komm, du Zurückgebliebene, los! Guck mal, hier hoch. Hier ist gut. Okay. Ach, müssen wir da...